aktuell. Heute aus Schöneiche. Am Freitag, dem 5. April. Erstmal vielen, vielen Dank, dass Sie sich im Glückwunsch erinnern haben. Ich begrüße Sie und ja, nicht nur erstaunt, ich bin an für sich überwältigt, mitten am Tage, wie viele hier doch die Initiative ergriffen haben und einfach diesen Protest unterstützen. Ich denke mal, es sind hier viele, um das Wort nochmal zu gebrauchen, Unterstützer dabei. Vielen, vielen Dank Ihnen, dass Sie meinem Aufruf auch gefolgt sind. Ich möchte mal einen kleinen Schwenker machen, Exkurs zur Französischen Revolution. 1789, Dankeschön, ja, begann die Französische Revolution und die Bürger, ich verwende dieses Wort immer sehr gerne, weil es an diese Revolution erinnert, die wussten zur damaligen Zeit, wie man mit verantwortungslosen Politikern und Machthabern umgeht. Man hatte dort die Guillotine. Heute haben wir andere demokratische Verhältnisse und auch Möglichkeiten. Darauf möchte ich gerne nachher noch hinauskommen. Wenn Sie wüssten, ich will nur einen kurzen Abriss davon erzählen, wie viele Anfeindungen ich in den letzten Wochen und teilweise Monaten bekommen habe, dass ich zu diesem Protest hier aufgerufen habe, wie viele Unterstellungen mir im Netz nachgesagt wurden, Unrichtigkeiten mir unterstellt wurden, dass ich nicht begreife, wie fachliche Zusammenhänge sind, all das und teilweise auch von Gemeindeabgeordneten. Ich bin nicht nur erstaunt, denn das ist eindeutig ein Bekenntnis der Unfähigkeit von diesen einzelnen Gemeindeabgeordneten. Und die bestimmen darüber, so ist der letzte Aufruf gewesen, über die Anwendung des Bernauer Modells. Das kann also nicht sein, dass diese Leute, diese Personen uns bevormunden, uns vorsagen wollen und Fachleute sind abseits gestellt worden und dürfen darüber sich nicht äußern. Ich versuche seit ca. 2013 das Thema Sandstraßen hier beim Bürgermeisteramt vorstellig zu werden. Es ist mir bis heute nicht geglückt. Sämtliche bisherigen Bürgermeister, Herr Juttner, den werden viele von Ihnen noch kennen, trat mir gegenüber sehr großspurig auf. Er verwies darauf, dass Unzulänglichkeiten der Bürger hinzunehmen hat. Heute haben wir eine ganz andere Situation. Heute ist eindeutig das Bekenntnis der Kommunalpolitik und die Forderung, dass wir 90% der Baukosten übernehmen müssen. Müssen, muss ich sagen. Normalerweise bestimmt der, der das Geld gibt, auch über die Aufgabe und wohin das Geld fließen sollte. Danach wird nicht gefragt. Mit dem neuen Bürgermeister habe ich mehrere Gespräche als Versuch, möchte ich mal sagen, aufgezeigt, beziehungsweise auch die Beiträge und letztendlich den Inhalt der Gespräche im Kümmels Anzeiger veröffentlicht. Er ist ablehnend, genauso ablehnend, wie er gegen die Abschaffung des STRAPS, der Straßenausbausatzung, war. Bis zum letzten Augenblick, 5 Tage bevor das Gesetz in Angriff genommen wurde, zu revidieren bzw. abzuschaffen, hat er sich hier noch öffentlich in der Presse geäußert, dass er eindeutig für die Beibehaltung dieses Gesetzes ist. Und ich denke und habe aus den Gesprächen mit ihm erfahren, in dem Falle ist er genauso dafür, dass die 90% Bürgerbeteiligung in finanzieller Art auch aufrechterhalten werden. Ja, ich denke mal, wir sollten eindeutig zeigen, dass wir hier stehen vom Rathaus. Also, liebe Bürger, äußern Sie doch mal Ihren Unwillen, ganz laut und heftig. Ich glaube mal fast, das hat er nicht gehört, denn die Türen, die sind ziemlich dicht. Es sind neue Türen hier eingebaut worden und die sind Schallhemmend. Also nochmal bitte.
Das war schon wesentlich besser. Und wenn wir jetzt nochmal einen dritten Anlauf nehmen, glaube ich, dann hört er es auch. Also, nochmal bitte. Der Bürgermeister hat mir vor wenigen Tagen mitgeteilt, dass er dienstlich verhindert ist. Ich konnte darauf auch gar nicht mehr reagieren. Ich bin gespannt, wer nachher in Vertretung zu Ihnen herauskommt, denn wir werden ihn herausholen. Ich hoffe auf Ihre Unterstützung dabei. Nochmal ein anderes und eigentliches Thema, vielleicht zu Ihnen, relativ neu sich mit der Problematik befasst haben. Ja, es geht um den Sandstraßenausbau, das heißt um die Herstellung einer angeblichen Straße, die bereits seit 80 Jahren existiert. Wir Bürger, die als Anlieger der Sandstraßen zu sehen sind, müssen mit 90% Kostenbeteiligung rechnen. Auch hierzu habe ich versucht, mit dem Bürgermeister Herrn Steinbrück mehrere Gespräche zu führen. Er geht weder auf 75% herunter der finanziellen Beteiligung, sondern beharrt entsprechend seiner Satzung auf 90%. Dieses Absenken der anteiligen Baukosten letztendlich für den Bürger würde zumindest aus meiner Sicht eine Annäherung an die Bürger mit sich bringen. Aber auch das lehnt er vehement ab. Er lehnt überhaupt jedes Gespräch ab, was zur Thematik ist. Er ist aus meiner Sicht kein Bürgermeister, der seinen Bürgern dient. Wie ich aus mehreren Gesprächen, nicht nur aus einem, bei der letzten Bürgerversammlung entnehmen kann, besteht gerade zu solch einem Verhalten eine eindeutige Position von Bürgern, von mehreren Bürgern, dass dieser Bürgermeister hier in seinem Amt nicht tragbar ist. Das ist auch meine Feststellung. Ein Bürgermeister, der sich sämtlichen Gesprächen vehement verweigert, der ist diesem Amt nicht gewachsen und auch nicht würdig dazu. Ein Bürgermeisteramt ist seit alters her ein Ehrenamt. Ich meine, zwischenzeitlich haben sich die Zeiten geändert. Heute ist es ein politisches Amt, wenn man so will. Aber deswegen sieht man an dem Verhalten des Bürgermeisters Herrn Stahl in Bernau, dass es heißt, Bürgernähe aufzubauen und letztendlich herzustellen. Dieser Bürgermeister Herr Stahl hat es geschafft, zwar auch durch Proteste, dass die Bürger dort zu 100% vom Straßenausbau der Sandstraßen entlastet werden. Ich denke mal, das ist eindeutig. Ich denke, das ist ein eindeutiger Beweis, wo Bürgernähe lebhaft und eindeutig gestaltet wird von einem Bürgermeister und wie das Verhalten unseres Bürgermeisters Herrn Steinbrück ist. Und dazu denke ich nochmal ein Pfeifkonzert. Ich möchte auch noch mal Stellung nehmen, weil mir gerade vor wenigen Tagen jemand auch aus der Gemeindevertretung Spaltertum vorgeworfen hat. Ich weiß nicht, wen ich spalte und was ich spalte. Ich bin parteiunabhängig, ich gehöre keiner Vereinigung an. Ich habe das in erster Linie aus Selbstzweck getragen und das hat sich mittlerweile über die Jahre entwickelt. Wenn derjenige, der dort mehr Spaltertum vorwirft, ein bisschen nachdenken würde, und ich traue ihm das zu, dann würde er wissen und sehen auch, dass das als Vorbereitung für seine Handlung dienen könnte. Und nicht nur eine oberflächliche Handlung, sondern dies hier, wo die Bürger stehen in einer Vielzahl, ein eindeutiges Bekenntnis zu seinem Tun genutzt werden könnte. Vielleicht nimmt er dazu nachher Stellung. Ja, vielleicht zu sagen, ist der eine oder andere hier bereit, ein paar Worte, ganz einfache Worte ins Mikrofon zu sprechen,
damit man sieht hier, das ist keine besteuerte Versammlung, das ist kein besteuerter Protest, sondern die Bürger stehen hier aus einem inneren Verhältnis zu dieser Thematik. Wer möchte? War viele traurig. Ich wohne seit 17 Jahren an der Sandstraße im Landhof und ich sage jetzt mal, in der Auffassung, dass die Straßen dringend ausgebaut werden müssen. Und zwar deshalb, weil, ich sag mal, da muss man nicht Luftfahrrad sein, die Feinstaubbelastung dermaßen hoch ist, wenn da die Autos herfahren. Und ich sag das mal, im Winter zu schlechten Jahreszeiten, kennt das jeder, der da wohnt, kann man so eine Straße überhaupt nicht passieren. Da sind dann Schilder aufgestellt worden, ich war auch beim Bürgermeister, also ich kann jetzt nicht bestätigen, der redet nicht mit einem, der redet schon mit einem, aber er lässt sich nicht überzeugen. Ne? Und das ist dann nochmal was anderes und ich sag auch, 90% sind für die Menschen, die hier wohnen, auch zu viel Geld. Das ist ganz klar. Die Straße muss ausgebaut werden und wir sind Steuerzahler. Wir zahlen in diesem Land erhebliche Steuerbeiträge und man darf dann auch erwarten, dass dieses Land und dieser Staat für seine Bürger mehr tut, als das, was hier passiert. So, und ich bin natürlich auch deshalb hierher gekommen, weil ich in erster Linie sage, natürlich, wenn jeder Anlieger für sich entscheiden darf, ob eine Straße gebaut wird oder nicht, ist das aus meiner Sicht Populores. Das muss ich mal ganz klar sagen. Die Straße muss deshalb gebaut werden, weil, ich sage das mal, die Gesundheit von Bürgerinnen und Bürgern damit unerträglicher Art und Weise gefährdet wird. Und da erwarte ich von meiner Stadt, von meiner Gemeinde die Fürsorgepflicht. Das heißt, der Bürgermeister hat dafür auch einzustehen, dass die Bürger hier gesund leben können. Das tut er in der Tat nicht. Und jetzt sage ich auch mal, solch eine Gemeindesatzung, die kann man ändern. Man muss dann auch mal, ich sag mal, im Land Brandenburg dem Ministerpräsidenten auch mal ein bisschen Feuer unterm Hintern machen und dann geht das. In Berlin sind diese Beiträge abgeschafft worden, gerade eben. Und das kann für Schöneiche genauso passieren und das muss passieren. Ich habe großes Verständnis für die Menschen, die sagen, ich stimme dem Ausbau nicht zu, obwohl die Straße katastrophal ist. Es ist keine Straße, das ist ein Handgranatenwurfstand. So, und die Leute stimmen deshalb nicht zu, weil sie das Geld, das notwendig ist und das sie aufbringen sollen, nicht mal eben so aus der Westentasche schütteln können. Danke. Ja, meine Damen und Herren, ich sehe hier das Plakat mit dem Bürgermeister von Bernau. Vielleicht waren einige von Ihnen da, wir haben ihn eingeladen. Wir haben ihn eingeladen und er war im Januar hier bei uns in Schöneiche. Nachdem er hier war und den Weg beschrieben hat, den man da in Schöneiche in Bernau geht, haben wir einen Antrag eingebracht in die Gemeindevertretung, dass der Bürgermeister beauftragt wird, diese Erfahrung von Bernau für Schöneiche zu erschließen. Dieser Antrag ist erstmal hinten runtergefallen, weil die Tagesordnung zu voll war. Er wurde in der ersten Sitzung nicht behandelt, er wurde jetzt in der bisher letzten Sitzung behandelt. Der Bürgermeister hat diesen Auftrag gekriegt, Erfahrung aus Bernau für Schöneiche zu erschließen. Aber ich muss bestätigen, was Sie gesagt haben. Er war der Einzige, so ziemlich der Einzige, der dagegen gestimmt hat. Er will diese Erfahrung hier nicht. Ja, muss ich so sagen, er hat jetzt den Auftrag, wir werden in der kommenden Sitzung der Gemeindevertretung sehen am 8. Mai, wie er berichtet, weil dafür hat er den Auftrag. Und insofern kann ich nur möglichst viele von Ihnen bitten, zu dieser Sitzung zu kommen, um deutlich zu machen, dass es hier nicht um etwas hinter verschlossenen Türen gehen kann, was irgendwo entschieden wird, sondern dass es Menschen gibt, denen das im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut geht. Weil eins ist doch klar, hier geht es um fünfstellige Beträge. Als ich vor 25 Jahren in der Gemeindevertretung angefangen habe, da hatten wir sowas, was damals Häuserkampf genannt wurde. Da ging es um das, um die Rückübertragung vom Grundstück. Wir haben viele Nachsitzungen damals gemacht und wir haben durchgängig festgestellt, das waren hier alles redliche Erwerber, hier war keine Schieberei dabei. Und viele von denen, die damals hier waren, haben ihre Grundstücke halten können an solchen Landstraßen. Wenn die jetzt nochmal, vielleicht im Rentenalter, mit fünfstelligen Beträgen behelligt werden, dann ist das eine andere Art von Vertreibung.
und Bass, bitteschön. Und das bitteschön dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Wenn wir uns das nicht gefallen lassen, brauchten wir einen wirklich großen Rückhalt. Und deshalb freue ich mich, dass hier so viele heute hergekommen sind. Ich kann Sie nur auffordern, kommen Sie auch in die Gemeindevertretung. Es ist nicht nur so, dass es da nur Gemeindevertreter gibt, die Ihnen nicht zuhören. Danke. Habe ich schon gehört. Wir haben ja im September letzten Jahres bereits das Bürgerbegehren gegen die Straßenbeiträge für die Landstraßen gestartet. Leider ist es ja so, dass es da um Erschließungsbeitragsrecht geht. Das haben Sie ja alles schon gehört auf der Veranstaltung, die zuletzt stattgefunden hat. Leider parallel zur Sitzung der Gemeindevertretung, weswegen ich nicht kommen konnte. Also auf jeden Fall, das Bürgerbegehren haben wir im September letzten Jahres gestartet. Da geht es darum, dass Sie als Anlieger in Sandstraßen, in nicht ausgebauten Straßen, die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden, ob Sie Ihre Straße haben wollen oder nicht. Und leider ist es ja so, dass, wie gesagt, das Erschließungsbeitragsrecht ein Bundesrecht ist, sodass wir nicht einfach sagen können, wir ändern das. Wir haben ja auf Landesebene die Straßenausbaubeiträge abgeschafft, auch mit Ihrer Unterstützung, mit den 108.000 Unterschriften. Das ist jetzt auf dem Weg. Aber wir wollen natürlich auch, dass die Anlieger von Sandstraßen selbst bestimmen können, wenn wir schon die Prozentsätze nicht verändern können. Und hier am Tisch liegt wieder das Bürgerbegehren aus. Wir haben von September bis Dezember gesammelt. Dann war es zu kalt leider, da blieb keiner stehen. Ich würde Sie bitten, alle noch zu unterschreiben. Wir haben ungefähr 600 bis 650 Unterschriften. Wir brauchen 10% der Wahlberechtigten. Das sind 1050. Denn nur dann können Sie, wie gesagt, selbst entscheiden. Leider hat ja die Gemeindevertretung Ende September letzten Jahres in Schöneiche beschlossen, 61 Sandstraßen auszubauen, obwohl in 50 dieser Straßen die Mehrheit der Anwohner dagegen war. Das ist zumindest das, was wir als Gemeindevertreter von der Verwaltung vorgelegt bekommen haben. Und damit hatten wir dann gestartet und gesagt, das kann nicht sein. Die Leute müssen selber entscheiden, ob sie ihre Straße haben, weil sie müssen sie ja auch finanzieren. So, ja, das würde mich einfach freuen und ich finde es etwas bedauerlich, dass bei der besagten Veranstaltung am 21. März das Bürgerbegehren abgewandelt wurde durch Streichungen. Da hat möglicherweise der eine oder andere von Ihnen schon unterschrieben. Dann muss ich Sie bitten, das nochmal auf dem Original zu machen, weil wenn wir ein Bürgerbegehren mit Streichungen einreichen, dann sagt die Wahlleitung natürlich, das ist nicht das gleiche Bürgerbegehren und das ist ungültig. Also wir möchten bitte die 1050 Unterschriften für zusammenbekommen für das Originalbürgerbegehren, damit wir Erfolg haben und damit wir in Schöneiche selber bestimmen können, ob wir unsere Straßen, unsere Sandstraßen ausgebaut bekommen haben wollen oder nicht. So, des Weiteren kann ich Ihnen noch mitteilen, wir haben jetzt gerade vor 2 Monaten in der Gemeindevertretung in Schöneiche zusätzlich noch einen Antrag eingebracht, die Einwohnerbeitragssatzung, also Erschließungsbeitragssatzung zu ändern, nämlich den Prozentsatz von 90% abzusenken. Jahrelang hieß es immer vom Bürgermeister, vom vorherigen und vom jetzigen, die 90% seien bundesgesetzlich vorgegeben. Wenn man da aber reinschaut, steht da drin höchstens 90%. Wir haben also beantragt, das abzusenken. Leider haben es die Parteienvertreter und der Bürgermeister in der Gemeindevertretung abgelehnt. Übrigens auch die, die heute hier sind und hier schon gesprochen haben. Und das finde ich ein bisschen traurig und auch nicht ehrlich. Also wie gesagt, wir Bürger müssen selbst in die Hand nehmen, unterschreiben Sie, damit Sie selbst bestimmen können, ob Sie Ihre Straße bekommen oder nicht. Dankeschön. Wir haben ja auch Herrn Wieder, ich denke mal, solche deutlichen Worte wie auf der Bürgerversammlung, die lassen sich hier wiederholen. Es sind bestimmt einige, ich möchte mal formulieren, Unwissende, die zur ganzen Sachlage auch nochmal eindeutig von Herrn Wieder eine Klarstellung haben sollten, welche Möglichkeiten bestehen. Den Worten von Herrn Zetschmann kann ich mich absolut nicht anschließen. Ich bin nicht für eine Absenkung der Beitragssätze auf 75% oder vielleicht auch auf 60%, was rechtlich gar nicht möglich ist, sondern ich bin hier dafür und dazu habe ich diesen Protest und auch diese Unterschriftenliste herausgegeben, dass hier eindeutig von den Bürgern, jedenfalls von mir, und ich denke mal, Sie stimmen dem zu, die Forderung besteht, hier soll das Bernauer Modell angewendet werden. Dazu hat der Herr Steinbrück Fachleute im eigenen Hause, die das prüfen könnten und nicht ein Gemeinderat,
der aus meiner Sicht, entschuldigen Sie die saloppe Formulierung, aus Laien besteht, in der Erkenntnis der ganzen Hassmails, die ich bekommen habe, muss ich das so deutlich sagen, diese Forderung besteht und diese Forderung werde ich auch in Zukunft bei weiteren Protesten aufrechterhalten. Die Umsetzung ist denkbar einfach. Um eine kurze fachliche Erklärung zu geben, in Bernau wurde auf einer Sandschotterpiste, diese wurde planiert und da wurden 10 bis 15 Zentimeter Asphalt draufgebracht. Warum soll das nicht möglich sein? Ja. Der Bürgermeister ist aber so hinterhältig und das ist eindeutig für mich ein Wort, so benimmt er sich auch. Er sichert seine Aufträge bereits ab, die er langfristig hier herausgeben will. Das heißt, er sichert Aufträge ab durch Planungsaufträge. Und das hat er hier in mehreren Straßen schon vollzogen. Er könnte sich theoretisch dahinter wegziehen, dass er sagt, ja, und wer trägt die Kosten dafür? Natürlich er doch. Er ist voreilig gewesen. Er ist von mir und nicht nur von mir mehrmals aufgefordert worden, sich dem Bernauer Modell zuzuwenden. Seit 2013 versuche ich das umzusetzen. Das hatte ich bereits vorhin kundgetan. Warum ist es nicht möglich, dazu Gespräche zu führen und nur zu dem Bernauer Modell und nicht zu irgendwelchen ausschweifenden Darstellungen, so wie mir zum Beispiel Herr Jüttner gegeben hat, dass die Bürger eben Kleinigkeiten an Mängeln in Kauf nehmen müssen. Und der Steinbrück fordert mich auf, nachdem er meine Straße, unsere Straße, die Fichtestraße, planiert hat und Mängel festgestellt waren, die ich ihm bekannt gegeben habe, fordert er mich auf, ich sollte diese Mängel kontrollieren. Also mir ist die Sprache weggeblieben, muss ich Ihnen sagen. Er hat die Fachleute, die er letztendlich dazu bewegen muss, dass sie ihre Arbeit tun und sich nicht am Bürosessel festkleben oder wie auch immer man das formulieren sollte. Also, das Bernauer Modell ist das Einfachste, was man umsetzen kann. Und das lässt sich ohne große Planungsvorlauf umsetzen, von heute auf morgen, muss ich sagen. Das Bernauer Modell nennt sich eine erweiterte Instandhaltung. Und dazu fordere ich den Bürgermeister auf. Ja. Herr Wieder, ich möchte Ihnen gerne das Mikrofon in die Hand geben. Ja, schönen guten Tag, liebe Bürger. Mein Name ist Peter Wieder, ich bin Landtagsabgeordneter der Freien Wähler. Sie wissen, wir haben die Volksinitiative Straßenausbaubeiträge abschaffen gestartet und mit 108.000 Unterschriften auch erfolgreich abgeschlossen. Der Landtag wird nächste Woche über die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge beraten und so wie es aussieht, auch mehrheitlich beschließen. Also das, was vor einem Jahr noch als unmöglich erschienen, wird in Brandenburg jetzt in Recht gegossen. Deswegen möchte ich auch Sie ermuntern, hier nicht nachzugeben. Mit all diesen bösen Unterstellungen, mit all diesen Vorwürfen, die Ihnen gegenüber, aber auch den Organisatoren gegenüber kommen, das kenne ich alles aus Bernau. Wir haben vor 6 Jahren in Bernau angefangen, für das Bernauer Modell zu kämpfen. Wir haben in Bernau einen Bürgerentscheid durchgesetzt, auch Mitbestimmung. Und es wurde genau das Gleiche vorgetragen. Man versucht, sie zu spalten, man versucht, sie zu diskreditieren, aber sie müssen stark bleiben. Denn der Spaltungsgraben verläuft nicht durch die Bevölkerung, sondern er verläuft zwischen der Bevölkerung und der Gemeindeverwaltung. Denn in der Bevölkerung, ob betroffen oder nicht, steht die Mehrheit für eine Entlastung der Bürger. Ich kenne das aus Bernau. Wir haben seinerzeit gefordert, eine Mitbestimmung durchzusetzen. Was hieß es da nicht alles? Die Mieter würden dadurch benachteiligt werden und die, die die Straßen schon haben, würden benachteiligt werden. Wir haben im Jahr 2013 einen Bürgerentscheid in Bernau gehabt, wo 94% der Bernauer mit Ja gestimmt haben für eine stärkere Mitbestimmung. Ob betroffen oder nicht. Denn die Menschen sind solidarisch untereinander. Genau wie bei unserer Volksinitiative mit 100.000 Unterschriften. Viele Menschen unterschrieben haben, die nicht betroffen sind, weil sie gesagt haben, wir neiden es unseren Nachbarn nicht, wenn sie jetzt endlich aus dieser sozialen Belastung herauskommen. Deswegen bitte lassen Sie sich nicht demoralisieren und insbesondere stehen Sie zusammen. Wir haben in Bernau über Monate hinweg durch Demos die Änderung der Regelungen auch geschafft. Und ja, wir haben auch durchgesetzt, der Bürgermeister hat es dann umgesetzt, aber der Druck kam natürlich aus der Bevölkerung von uns, dass wir eine Mitbestimmung haben, das ist der erste Schritt, und dass wir dann diese erweiterte Straßenunterhaltung haben als zweiten Schritt.
die nicht umlagefähig ist und deswegen für die Bürger eine Entlastung darstellt. Und jetzt der dritte Schritt, nämlich die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, was ein großer Erfolg ist. Und was ich schon letztes Mal gesagt habe, auch eine Vorbereitung eines Gesetzesantrages, auch die Erschließungsbeiträge abzuschaffen. Das heißt, das sind alles, deswegen ist das Bürgerbegehren ein Zwischenschritt und wichtig und richtig, deswegen bitte unterschreiben Sie. Aber es kann nicht der Endpunkt sein. Sondern der Endpunkt muss sein, endlich zu begreifen, dass Straßen Güter der Allgemeinheit sind. Niemand hat das Recht, Ihnen mit Plattitüden zu kommen, Eigentum verpflichtet. Sie haben nicht das Eigentum an der Straße. Die Gemeinde hat das Eigentum an der Straße. Und so wie ein Allgemeingut durch alle Menschen genutzt wird, gehört es sich auch, dass es durch alle Menschen bezahlt wird. Denn jedes Mal, wenn Ihnen entgegengehalten wird, warum seid ihr gegen den Straßenbau? Der ist doch für alle da. Der nützt doch allen. Okay. Aber wenn es darum geht zu bezahlen, heißt es, zahlt doch 90%, denn es ist eure Straße, sie nützt vor allem euch. Und diese Doppelzüngigkeit muss endlich aufhören. Und wenn der Bürgermeister Ihnen sagt, wir haben keine Alternative, wir brauchen das Geld und die 90% und wir können uns nicht mehr leisten, warum dürfen dann die Anliegen darüber nicht mitentscheiden? Braucht es immer vergoldete Bordsteine, braucht es 6 Meter breite Straßen, braucht es immer den größten Ausbaustandard? Nein. Sondern wir müssen so handeln, dass die Leistungsfähigkeit der Bürger angemessen auch berücksichtigt wird. Und es muss endlich Schluss sein damit, dass Menschen nach einem Berufsleben in einem bestimmten Alter soziale Angst davor haben müssen, Haus und Grund zu verkaufen, nur weil eine Straße dort gebaut wird. Was ist das für ein Zustand? Uns muss niemand aus Düsseldorf, aus Aachen oder sonst wie erklären, wie man Straßen zu bauen hat und wie man zu leben hat. Die Menschen haben die Grundstücke vor der Wende geerbt, bebaut oder nach der Wende für teures Geld erweitert. Und es ist eine Missachtung der Lebensleistung, Menschen entgegenzuhalten, sie könnten einen Kredit bekommen. Sie könnten Grundstücksteile verkaufen. Wo kommen wir denn dahin? Sie haben sparsam gelebt, haben ihr Bestes gegeben, haben Grundsteuern gezahlt, Straßenreinigungsgebühren bezahlt, sonstige öffentliche Lasten getragen. Und deswegen muss es irgendwo eine Definition geben, dass Gegenstände der Daseinsvorsorge, und Straßenbau ist so ein grundlegendes Element der Daseinsvorsorge, nicht dazu führen kann, dass Bürger in Ruin getrieben werden, dass Bürger in soziale Not geraten, dass Bürger in Sorge geraten. Allein, dass man sich damit beschäftigen muss, dass einen das besorgt, dass einen das emotional auch belastet, das ist doch kein demokratischer Umgang miteinander. Und wir müssen endlich zu dem Punkt kommen, dass öffentliche Maßnahmen in einer Weise gestaltet werden, dass man auf die Leistungsfähigkeit, auf die Zahlungsfähigkeit der Bürger Rücksicht nimmt. Wir sind nicht am Starnberger See, wo es dann heißt, ihr Grundstück gewinnt an Wert. Die Menschen wollen ihre Grundstücke nicht verkaufen. Sie wollen den Grundstückswertgewinn nicht in Geld umsetzen, sondern die Menschen wollen etwas tun, etwas ganz Exotisches. Sie wollen dort einfach wohnen bleiben. Und dieses Recht kann ihnen keiner nehmen. Und deswegen sage ich ganz deutlich, der Landtag wird nächste Woche die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge aufgrund unserer Initiative, aufgrund massiver Unterstützung aus allen Orten, vor allem aber auch aus Schöneiche, wofür ich mich nochmal bedanke, auf den Weg bringen. Da haben wir als Freie Wähler den Startpunkt gesetzt und auch die anderen Parteien, ich sag mal, ein bisschen angeschoben. Aber wir müssen bei den Erschließungsbeiträgen der Sandstraßen auch weiterkämpfen. Denn genau dieser Punkt, dass seit der Wende so gut wie nichts geschehen ist und man jetzt uns erklären will, was alles Ausbaustandard wäre, dann muss man sich hinsetzen, man muss sozial gerechte Lösungen finden. Und ich verspreche Ihnen, so wie wir das eine versprochen und gehalten haben, auch das nächste anzugehen. Erst die Mitbestimmung als Zwischenschritt, Bernauer Modell als kostengünstige Variante, bis hin dann im Laufe des Jahres Gesetzesantrag zur Abschaffung der Beiträge. Und ich hoffe sehr, dass all die Parteien, die noch vor einem Jahr geschrien haben, wir könnten die Straßenausbaubeiträge nicht abschaffen und jetzt ihre Meinung gewandelt haben, dass sie bei den Erschließungsbeiträgen nicht wieder diese würdelose und endliche Debatte führen müssen. Der Wille in der Bevölkerung ist da. Sie spalten nicht die Bevölkerung, sondern sie machen darauf aufmerksam, wo der Spaltungsgraben verläuft. Nämlich beim Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung gegenüber den gesetzlichen Regelungen in Brandenburg. Und deswegen bitte ich Sie, seien Sie stark, stehen Sie zusammen, Einigkeit macht stark, lassen Sie sich nicht spalten, lassen Sie sich kein schlechtes Gewissen einreden, Sie kämpfen für das Beste in uns allen, für eine demokratische Mitbestimmung, für soziale Gerechtigkeit und vor allem für sozialen Frieden. Und das ist eine edle Sache,
für die Sie sich nicht entschuldigen müssen und bei der wir, ich, Ihnen jederzeit zur Seite stehen. Vielen Dank. Ein ganz großes Dankeschön an Herrn Peter Wieder. Die Worte waren so deutlich, wie er bereits auf der Bürgerversammlung den Bürgern mitgeteilt hat und hier auch nochmal untersetzt hat. Ich denke, ein demokratisches Rechtsbewusstsein beinhaltet auch, dass Bürger protestieren und dafür stehen wir hier. Und das kann uns keiner nehmen. Auch, und ich muss mich hier auch nochmal an und ich denke mal auch in vielen anderen Gemeinden, denn es ist ja nicht nur die Gemeinde Schöneiche und Falkensee und ich kann jetzt nicht noch andere Namen nennen, die hier protestiert gegen den Sandstraßenausbau bzw. die finanzielle Beteiligung. Das sind ganz, ganz viele Gemeinden in Deutschland. Ich habe nur in den letzten Monaten einen ungefähren Überblick bekommen. Also Sie stehen nicht abseits. Lassen Sie uns zusammenschließen und zusammenarbeiten. Das ist der Aufruf, den ich heute vermitteln möchte. Und Herr Wieder, ich danke dafür, dass Sie das deutlich dargestellt haben. Das ist keine Spaltung. Ich habe hier mit dem Protest und mit der Unterschriftensammlung eindeutig nur feststellen wollen, 317 Bürger stehen diesem Protest nahe bzw. bestätigen ihn. Und das soll der Bürgermeister vermittelt bekommen. Und wenn dann durch Herrn Wieder und den Freien Wählern hier eine Untersetzung erfolgt, nämlich dass das Recht angegangen wird bzw. das Gesetz gekippt wird, dann kann ich das nur mit vollem Herzen unterstützen und auch mit Tatkraft. Dazu Herrn Wieder und den Freien Wählern vielen Dank. Vielleicht wollen wir jetzt den Bürgermeister mal herausrufen. Ja. Lautstark, bitte. Ich werde mal zwischendurch reingehen und werde die Forderung weiter übermitteln. Ja. Vielleicht möchte hier jemand das Mikro übernehmen. Ja, ich würde gerne was sagen. Ja, ich würde auch mal gerne was sagen. Ich war vorhin schon da. Also ich muss mal was ganz Persönliches loswerden. Ich bin hier in Schöneiche geboren worden 1949, habe schon etliche Bürgermeister hier kennengelernt, aber so ein Bürgermeister, den wir jetzt haben, der nur gegen uns stimmt und uns nicht ein bisschen irgendwo unterstützt, das ist das Letzte. Und ich schäme mich dafür, dass ich SPD gewählt habe und dadurch den Bürgermeister. Guten Tag. Ich bin auch gerne was sagen, auch Sprecherbürger, ich bin hier Gemeindevertreter und ich habe dafür gestimmt, dass wir uns mit dem Bernauer Modell beschäftigen. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Sie müssen nämlich auch dazu wissen, das ist eine erweiterte Instandhaltung, das heißt, das ist keine Erschließung. Das heißt, es kann immer noch passieren, dass irgendwann später auf diesen Beiträge kommen könnten. Zu dem Thema, was er wieder gesagt hat, Sie sind ja nicht mal hier, vielleicht müssen Sie sich im Haus mal umgucken, hier gibt es halt nicht mal Straßenreinigungsgebühren und hier gibt es auch keine vergoldeten Bürgersteige und hier wird auch keine Straße geboten, die sich nicht gemacht hat. Ich bin Vorsitzender des Verkehrsausschusses und bei jeder Straße, die ausgebaut wird, bei vielen Straßenreinigungen, ja, schon immer dafür gestimmt, die Wünsche der Anwohner zu berücksichtigen. Natürlich gibt es auch, Entschuldigung, jetzt würde ich gern reden, Herr Wieder, Sie hatten das Wort. Natürlich gibt es manchmal verschiedene Interessen, da sagen manche Anwohner, sie wollen nur einen Fuß legen und dann sagt jemand, ja, es gibt aber jemanden, der ist Gehbehinder, der wohnt auf der anderen Straßenseite, der braucht vielleicht auch einen Fuß legen. Das muss dann entschieden werden. Ja. Sie müssen es nicht glauben, es ist manchmal trotzdem so. Ich bin immer dafür, mit den Leuten zu reden, deswegen bin ich auch heute der Einladung gefolgt. Und ich möchte auch bitten, dass der Aufruf der Fairness, der von Herrn Gates kommt, auch vielleicht in Richtung der Verwaltung gelten sollte. Und dass die nicht von vornherein als hinterhältig oder Betrüger oder Leute, die nicht mit einem reden wollen, dargestellt werden. Das haben wir selbst auch vom Anwohner gehört, so ist es nicht. Klar hat der Bürgermeister seine Meinung und das stimmt so ab, wie seine Meinung ist, das ist ein gutes Recht, so wie das alle Gemeindevertreter ja auch machen. Es ist auch so, er teilt mir nicht mal mit, dass er heute abwesend ist, er teilt mir nicht mal mit, welche Vertretung er hierhin beordert. Ich habe ihn dazu aufgefordert. Also mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen.
Also ich sehe hier mehrere Gemeindevertreter, ich sehe mehrere Angestellte der Gemeindeverwaltung. Es ist nicht so, dass hier niemand ist. Sie vertreten hier nicht den Bürgermeister. Ich vertrete nicht den Bürgermeister, ich vertrete die Gemeindevertretung, weil ich bin Gemeindevertreter und ich bin auch Bürger in diesem Ort. Und ich möchte auch nochmal zum Thema Gerechtigkeit sagen. Es ist so... Hi. Es gibt Leute, die wollen entlastet werden, die jetzt an den Sandstraßen wohnen. Ich habe aber noch niemanden gehört, der sagt, wo das Geld jetzt herkommen soll. Wir haben gehört, die Beiträge sollen. Das ist doch. Das ist ich zahle hier noch Steuern. Richtig. Ich gehe arbeiten, mein Lieber. Ich gehe arbeiten und ich zahle eine ganze Menge Steuern. Und diese Steuern, Sie auch, ist alles in Ordnung. Sie zahlen auch Steuern. Sind wir jetzt noch demokratisch oder verbieten wir uns jetzt das Wort hier? Ich zahle auch Steuern und ich habe auch Straßenausbaubeiträge gezahlt für die Straße, in der ich wohne, die ausgebaut ist. Soll ich jetzt nochmal mit meinen Steuern für Ihre Straßen was zahlen? Sollen die Leute, die schon gezahlt haben, nochmal zahlen? Sagen Sie mir, wo soll das Geld denn herkommen? Ihr seid also auch bezahlt, weil Sie bezahlt haben. Ja, genau. Nee? Ja. Nee, nee, nee. Aber wer möchte, dass das Geld anders verteilt wird, soll sagen, wo es herkommen soll. Genau, Solidarität, das gilt für alle, nicht nur für die Anwohner von Sandstraßen, oder? Ich wollte einfach auch nochmal sagen, ich bin die CDU-Vorsitzende hier, Fraktionsvorsitzende CDU-FDP. Ich bin auch dem Herrn Greetz sozusagen der Einladung gefolgt und wir haben ja auch schon ein paar Mal telefoniert. Ich möchte auch gar nicht viel sagen. Ich möchte mich anschließen, Herrn Brandes. Auch wir als Fraktion haben also dem Vorschlag zugestimmt, dass also das Bernauer-Modell also geprüft werden soll. Und das wird ja auch am 8.5. gemacht. Und ich kann sagen, gerne, kommen Sie bitte gerne zur Einwohnerversammlung und zur Gemeindevertreterversammlung und bleiben Sie interessiert. Also das wir jedenfalls sind da auch offen, sozusagen, dass man sicher eine kostengünstigere Variante vielleicht finden kann. Denn wir alle wissen ja, es wird eben alles wirklich sehr, sehr teurer. Und damit müssen wir uns als Gemeindevertreter natürlich auch beschäftigen. Ich möchte nur noch sagen, bitte auch wirklich trotzdem fair bleiben. Ich muss auch sagen, der Bürgermeister ist wirklich einfach einer von 23 Gemeindevertretern sozusagen, der also abstimmt mit einer seiner Einstimme. Alle anderen haben also wirklich auch ihre Stimme. Und insofern jetzt also wirklich gegen den Bürgermeister, das finde ich immer nicht so gut, jetzt wirklich so sehr, sehr Politik machen. Weil ich meine, wir als CDU hatten auch einen anderen Kandidaten, das weiß vielleicht der eine oder andere, aber man ist ja gewählt mit einer großen Mehrheit und ich finde, wir sollten ihn auch alle unterstützen. Und Unterstützung geht bei mir immer so lange, wie ich merke, dass dieser Bürgermeister nicht auf meiner Seite steht. Und das ist eindeutig. Und da gibt es das Volk nicht. Und ja, genau. Der Bürgermeister ist hier in seinem Amt tätig. Ein Gespräch oder so einen Protest anzufangen und die Französische Revolution zu zitieren und sozusagen, wir können ja die Leute auf die Guillotine schicken, so wie damals. Ich weiß nicht, ob Sie von der Französischen Revolution schon gehört haben, da gab es wie von diesen Jakobiner alle Sitze. Plus mal kurz, ich finde das in Ordnung, was Sie machen, und ich finde es toll, Ihr Engagement, aber ich finde damit diskreditieren Sie sich einfach ein bisschen. Das haben Sie nicht nötig und das ist unprofessionell. Dankeschön, dass man hier auch Unprofessionalität bestätigt. Aber ich bleibe trotzdem dabei, der Bürgermeister ist hier gefordert gewesen und er hätte anstandshalber und fairnesshalber einfach mir mitteilen können, dass er nicht kommen kann und eine Vertretung schickt. Diese Vertretung ist mir offiziell nicht genannt worden. Und wenn eine Frau Jeschke hier anwesend ist und mir im Abteil mitteilt, dass sie hier meine oder unsere Protestresolution annimmt, dann finde ich, das ist eigentlich genauso abwertend, wie ich diesen Bürgermeister bereits eingeschätzt habe. Ich kann nicht einsehen, warum hier die zweite, dritte Garde geschickt wird letztendlich, und so deutlich möchte ich das zum Ausdruck bringen, und nicht mal ansatzweise hier irgendeine Zusammenarbeit, die man hier hätte schon aufzeigen können, von Frau Jeschke angedeutet wird. Frau Jeschke, wir möchten, in Vertretung möchte ich Ihnen das übergeben, die Bürgerresolution, die Sie alle hier in den Händen halten, beziehungsweise hier vorne im Kasten außen zu legen haben, übergeben. Und ich habe dort einen Forderungstermin hereingeschrieben, das ist der 10. Mai.
Und bis zum 10. Mai möchten wir und ich eine eindeutige Aussage vom Bürgermeister bekommen, wie das Bernauer Modell anzunehmen ist. Es geht hier nicht um eine Prüfung durch Gemeinderäte oder Ähnliches. Es geht um Prüfung von Fachleuten, die das nur bewerten können, ob das Bernauer Modell für Schöneiche übernommen werden kann. Und nichts was anderes. Meine Damen und Herren, verstehen Sie mich? Nein. Mein Name ist... Dicht an den Mund halten, dicht an den Mund. Mein Name ist Petra Jeschke, viele von Ihnen kennen mich, die Gemeindevertreter kennen mich natürlich auch. Ich bin hier im Rathaus die Bauamtsleiterin, mir unterliegen auch die Tiefbauvorhaben natürlich, unter anderem auch Hochbauvorhaben. Und ich sehe hier so ein bisschen Unmut, der wird auch von Ihnen ein bisschen geschürt, muss ich sagen, Herr Grätz. Der Bürgermeister ist leider nicht im Land, der hält sich im Ausland auf. Leider hat Herr Grätz seinen Protesttermin nicht mit dem Bürgermeistertermin abgestimmt. Na toll, danke schön, dass ich vorher noch mal auf Knien zum Bürgermeister rutschen darf, so wie bei Herrn Jüttner schon. Ich möchte Ihnen nur mitteilen, ich möchte Ihnen nur mitteilen, die Proteste von Ihnen, die werden natürlich sehr intensiv zur Kenntnis genommen und die werden auch natürlich für voll genommen und werden auch bearbeitet. Der Bürgermeister hat selbst schon Termine in Bernau beim Bürgermeister gemacht. Wir werden dort auch mit unseren Tiefbauexperten hinreisen. Wir nehmen das natürlich voll ernst, was Sie hier möchten, und ich nehme auch gern jetzt Ihre Protestresolution entgegen und werde die natürlich dem Bürgermeister, wenn er am Montag wieder zurück ist, überreichen, und denke doch, Sie sollten sich in Ihren ganzen Äußerungen nicht auf die persönliche Diffamierung des Bürgermeisters reduzieren. Der ist sicherlich ein sehr umgänglicher Bürgermeister, und mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen. Frau Jeschke, ich möchte Ihnen hier die Protestresolution übergeben. Zu Ihren letzten Worten kann ich nur sagen, dem kann ich nicht zustimmen. Ich muss mich erneut wiederholen, dieser Bürgermeister, Herr Steinbrück, bei ihm spürt man weder Bürgernähe noch sonst irgendein Zugeständnis, sich den Bürgern zuzuwenden. Und das hat er mir gegenüber und ich denke mal vielen anderen Bürgern eindeutig bewiesen. Wenn ein 80-jähriges Ehepaar vor ihm sitzt und ihn anfleht, woher sie das Geld für den Sandstraßenausbau nehmen sollen, und in Tränen ausbrechen, und die der Bürgermeister höhnisch, und so ist das Wort wirklich zu nehmen, höhnisch zu diesem alten Ehepaar sagt, dann räume ich ihnen einen Kredit ein. Dann ist das für mich eindeutig, wie dieser Bürgermeister zu seinen Bürgern steht. So, mehr ist dazu nicht zu sagen. Herr Jeschke, ich möchte Ihnen die Protestresolution übergeben. Dankeschön. Danke, Frau Jeschke. Ihr Protest, denke ich und hoffe ich, ist angekommen. Er war sehr deutlich und das habe ich mir gewünscht. Ich danke Ihnen allen. Ich hoffe, Sie haben einen guten Nachmittag noch. Wer möchte vielleicht doch noch ein paar Worte sagen? Ich will nicht vorzeitig abbrechen, aber ansonsten danke Ihnen allen, dass Sie gekommen sind. Aber ich sehe auch, das muss und darf nicht der letzte Protest sein. Und wir so durchgehen. Doch, jetzt kommt doch jemand. Also den Worten kann ich auch wirklich nochmal nur mit Worten untersetzen. Ich habe mich selber darum gekümmert, weil Herr Steinbrück mir vorwarf, wenn in der Vergangenheit Kopfsteinpflaster, Pflastergeld, so nannte sich das,
bezahlt wurde, dann würde er es im Einzelfall anerkennen. Meine Begründung ist, wenn im Einzelfall Pflastergeld in der Vergangenheit 1930 bis 40 bezahlt wurde, dann ist das eine eindeutige Indiz dafür, dass eine ganze Siedlung auch Gelder bezahlen musste. Und diesem Überlegung geht auch ein Rechtsanwalt, den ich konsultiert habe, nahe. Er sagt, es ist undenkbar, dass ein einzelner Bürger in einer Straße Pflastergeld bezahlen musste und alle übrigen sind außen vor geblieben. Also insofern trifft dieses Argument von Herrn Steinbrück absolut nicht zu. Aber ich glaube, diese ganzen für mich abgegebenen Beweggründe, die er verzweifelt sucht, wir müssen bei unserem Protest bleiben. Wir müssen dabei bleiben, eindeutig zu sagen, wir bezahlen eine Straße, die Allgemeingut ist, nicht zulasten von Privatleuten oder dergleichen, von Krediten, die wir aufnehmen müssen oder ähnliches. Die Straße gehört der Allgemeinheit und demzufolge hat der Staat dafür aufzukommen. Und die Überlegung hier von einem Gemeinderatsmitglied, woher die Gelder kommen sollen, jeder, der täglich Zeitung liest, jeder, der täglich Nachrichten hört, wie schnell werden Gelder hier irgendwo hergeholt? Warum nicht zu uns? Ja, vielen Dank erstmal für diese Aktion hier. Hatte ich jetzt ein bisschen Verbindung gekostet, ein bisschen umzustellen. Das ist zugegebenermaßen meine erste Demo. Ich wollte nur mal sagen, wir sind jetzt erst seit einem Jahr Schöneicher. Wir reden hier viel auch über die älteren Leute, die nochmal Kredit aufnehmen sollen. Wir sind jetzt betroffen, weil wir hier frisch gebaut haben, selber Kredite aufgenommen haben und uns tut es in der Seele weh. Auch für unsere Kinder, dass wir so frisch jetzt nochmal mit hohen Beiträgen belastet sollen für eine Sache, die wir eigentlich gar nicht wollen. Ich meine, eine ordentliche Straße wollen wir alle haben. Was mir nicht so ganz klar war, aber das wird rechtlich sicherlich geklärt sein, warum ich eine Baugenehmigung gekriegt habe, wenn meine Straße angeblich nicht erschlossen ist und vollkommen neu gebaut werden muss. Das erschließt sich mir nicht. Und ich stehe hier, weil meine kleinen Kinder später auch mal noch was zu leben haben sollen. Wir haben Rücklagen gebildet, aber die waren eigentlich nicht dafür gedacht, eine vollkommen neue Straße zu finanzieren. Und deshalb verstehe ich auch nicht so ganz, warum man da nicht einfache Sachen machen kann, warum man immer das Gold haben muss. Danke. Also ich sehe schon, Sie sind nach wie vor interessiert. Ich hatte in der Vergangenheit mich ein bisschen fachlich eingebracht in die Rohloffstraße, habe verfolgt, wie dort die Straße neu hergestellt wurde. Und ich muss sagen, solche Art von Straßenherstellung lehne ich ab in einer Dorfgemeinde, in einem letztendlich, ich muss mal abschweifen, ich habe vor einigen Tagen ein Gespräch auf der Innersandstraße bei mir in der Nähe gehabt. Dort sagte mir eine junge Frau, ich bin extra aus Berlin herausgezogen, damit nicht alles so picobello ist wie in einer Stadt. Ich kann mit Unzulänglichkeiten leben. Warum muss ich also eine hochbelastbare Straße wie die Rohloffstraße für Anliegerstraßen herstellen? Das würde schon eine Kostenminimierung um mindestens 2/3 mit sich bringen. Aber der Bürgermeister verwehrt sich gegen jede Überlegung. Nur seine zählt in diesem Falle. Ja. Ja, mich als Ureinwohner Schöneiches wundert mich auch, dass die Münchner Straße, also dass ich bisher immer in einer auf dem Feld gelebt habe. Also ich lebe in einer nicht erschlossenen Straße seit 1974 angeblich. Komischerweise gibt es da Strom, Wasser und Gas. Und nur auf einmal, es geht ja darum, um Instandsetzung oder um Erschließung. Und das ist ja doch der große Unterschied. Und komischerweise ist ja die Erschließung auch viel teurer. Und ich verstehe es nicht. Und was die Gesundheit betrifft, natürlich staubt es. Aber mein Lungenkrebs bin ich unheimlich gestorben und ich sehe ihm auch nicht ein, dass ich hier als Rentner, die ich inzwischen bin, auch meine Ersparnisse, die ich vielleicht gerne für was anderes ausgeben würde, eben dafür hergeben würde. Ja? Und ich habe den Anspruch nicht, abgesehen davon, ich habe ein Haus zu
Tier, das wird dann noch von der Straße gekratzt. Allerdings mit Asphalt und Bernau wäre ich einverstanden. Ich denke, das sind eindeutige, einfache Worte und die sollte man aufnehmen. Ich muss jetzt doch noch mal ein bisschen auf die Schmutzen da zurückkommen. Und zwar, ich habe den Bürgermeister angezeigt, wenn eine Straße ausgebaut wird, er ist der Meinung, dass das zur Anhebung der Qualität des Grundstücks führt. Ich habe ihm aufgezeigt, dass es an für sich für die Bürger und für die Anlieger ein Schmerzensgeld geben müsste, denn sie haben höhere Belastungen auszuleben und zu erleben letztendlich. Das Gefahrenpotenzial erhöht sich dramatisch, muss ich sagen. Der gesundheitliche Aspekt, Ärzte könnten das weitaus besser untersetzen als ich, erhöht sich dramatisch. Also was soll man dem noch entgegensetzen? Das Schmerzensgeld müsste eine Forderung von uns sein, wenn Herr Bürgermeister Steinbrück Straßen tatsächlich ausbaut. Ja, wer möchte denn noch? Ein paar Worte hier vorne. Ansonsten kommen Sie bitte zu Herrn Zetschmann und füllen die Unterschriftenlisten doch noch aus. Diese haben formellen Charakter, das heißt, sind juristisch belegbar. Meine Unterschriftenliste ist natürlich juristisch nicht verwertbar, aber ich hatte ja schon darauf hingewiesen, die zählt da ausschließlich für die Stimmen, die hier vor dem Protest stehen, vor dem Protest der finanziellen Belastung. Und das ist ein eindeutiges Bekenntnis gewesen. Ich wiederhole mich mit 317 Gegenstimmen zu dem Vorhaben von Herrn Steinbrück. Ja, wenn keiner mehr ist, der sich wagt und ein paar Worte hier vorne vermitteln möchte, möchte ich nochmal Dankeschön sagen. Nein, da kommt noch jemand. Ja. Ich möchte gerne wissen, wie Bernau das finanziell macht. Sagt uns der Herr Bürgermeister, der ja angeblich da sich da informieren will, wie das geht. Haben die einen Zauberstab oder was, wie finanzieren die das? Das möchten wir denn gerne hören, was er sich da angetan hat. Er tut mir jetzt schon leid. Auch dazu vielleicht ein paar Worte. Ich hatte Kontakt mit der Leiterin des Bauamtes in Bernau aufgebaut. Sie war sehr vorsichtig in der Auskunft dazu. Aber zumindest ist das Ganze finanziert worden. Ich hatte vorhin bereits das Fachwort benannt über eine erweiterte Instandhaltung. Und Instandhaltung ist eindeutig eine Aufgabe der Gemeinde, muss ich sagen. Und ich habe auch einen Gemeinderatsmitglied nachweisen wollen, er hat sich dem verweigert, anhand des Zustandes der Fichtestraße, dass man unter Instandhaltung und Instandsetzung fachlich zu verstehen war. Der Beweis wäre eindeutig gewesen, Instandhaltungsmaßnahmen sind aus meiner Sicht hier eindeutig über viele, viele Jahre vernachlässigt worden, weil wir nämlich im Hintergrund standen mit unserer 90-prozentigen Finanzierung. Und das will Herr Steinbrück mit aller Deutlichkeit umsetzen. Ja, also dann vielleicht doch zum Abschluss Ihnen nochmal ganz großen Dank, dass Sie gekommen sind. Und meine Bitte für die Zukunft, wenn wieder dergleichen Aufrufe erfolgen, kommen Sie dem nach, unterstützen Sie in jener Weise auch Herrn Zetschmann, die Freien Wähler, in dem richtig juristisch belegbaren Protest letztendlich, der an die Landesregierung übergeben werden soll, anhand der Unterschriften. Denn Herr Zetschmann hat vermittelt, 600 Unterschriften hat er bereits im vorigen Jahr gesammelt, meine oder unsere 317 Unterschriften dazu. Nun wäre das Soll für die Gemeinde Schöneiche bald erfüllt, mit 1000 Unterschriften, um ein Bürgerbegehren zu initiieren. Nochmals allen vielen Dank. Einen guten Nachhauseweg und schönen Nachmittag, schönes Wochenende. Thank you.
Soweit aus Schöneiche vor dem Rathaus. Ab wieder schon.